dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen. Und das sind ja gerade auch die alten und hochaltrigen Menschen, die ja natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben, ganz einfach, weil sie schon ein hohes Alter erreicht haben. Und genau deshalb brauchen wir Impfzentren und eine zentrale Erfassung von den Nebenwirkungen.